Kaputt. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Im zweiten Teil unserer Redezeit möchte ich in dieser aktuellen Debatte nun auf das Thema Wissenschaft und wissenschaftliche Exzellenz zu sprechen kommen. Die Koalition hält in diesem Bereich Wort. Schon im Rahmen des Koalitionsvertrages haben wir uns auf eine finanzielle Unterstützung unserer Hochschulen im Rahmen der zweiten Wettbewerbsphase der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder verständigt. Ein Punkt, für den wir als Freie Demokraten uns bereits länger eingesetzt haben. Insgesamt stellen Bund und Länder von 2026 an jährlich 687 Millionen Euro zur Verfügung, 539 Millionen Euro für Exzellenzcluster und 148 Millionen Euro für Exzellenzuniversitäten. Mit der ersten Runde der Exzellenzstrategie seit 2019 werden deutschlandweit bereits 57 Exzellenzcluster gefördert. Insgesamt 3 Bundesländer sind bislang allerdings leer ausgegangen: Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. In der zweiten Förderphase sollen nun ab 2026 bis zu 70 Forschungscluster, also 13 Cluster mehr, unterstützt werden. Und genau da wollen wir hin, denn die universitäre Spitzenforschung in Sachsen-Anhalt hat riesiges Potenzial. Davon konnten sich zuletzt auch der gesamte Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt im Rahmen der Behandlung unserer Selbstbefassung zum aktuellen Stand des mehrstufigen Auswahlverfahrens für Exzellenzcluster an Sachsen-Anhalts Universitäten überzeugen. Sowohl die MLU als auch die OVGU folgten der Einladung des Ausschusses, im Rahmen des Fachgesprächs ihre je 2 hochinteressanten und vielversprechenden Themenbereiche stellten sie vor. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal meinen großen Dank an beide Universitäten aussprechen, die neben den hochkarätigen Professoren und Sprechern der verschiedenen Cluster auch beide Rektorate mit anwesend waren. Das zeigt aus meiner Sicht ganz klar, sowohl von politischer Seite als auch von universitärer Seite ist das Ziel klar und wird mit großer Konsequenz angegangen. Inhaltlich reicht das Spektrum von intelligenten Prozesssystemen und grünem Kohlenstoff, energieeffizienter Elektronik, über Verbesserung der kognitiven Vitalität bis hin zur optimierten Nutzung von Strukturpolymeren. Alle vorgestellten Cluster setzen auf eine starke interdisziplinäre Vernetzung durch regionalen und überregionalen Kooperation verschiedener Forschungseinrichtungen. Sollten wir erfolgreich sein, kann ein Exzellenzcluster mit jährlich bis zu 10 Millionen Euro gefördert werden. Wir als Freie Demokraten drücken beiden Universitäten alle Daumen für das anstehende Auswahlverfahren. Aber selbst wenn wir nicht erfolgreich wären, hätten die Initiativen einen Mehrwert gehabt. Schließlich haben sie zu einer stärkeren Vernetzung der beiden Universitäten im Wissenschaftsraum geführt. Dies gilt es unabhängig von den Initiativen auch weiterhin zu forcieren. Ebenfalls wäre es mittel- bis langfristig mit Sicherheit auch einmal wünschenswert, wenn die beiden Universitäten im Land im Bereich der Forschung stärker kooperieren und gegebenenfalls auch gemeinsame Exzellenzinitiativen einreichen, um Kapazitäten zu bündeln und eine noch bessere Präsentation des Hochschulstandorts Sachsen-Anhalt zu erreichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sind im Bereich der Exzellenzinitiativen und der Wissenschaftspolitik auf einem sehr guten Weg. Mit Sicherheit werden wir in der kommenden Zeit auch das ein oder andere Mal noch über die Initiativen und den weiteren Verlauf sprechen und diskutieren. Jetzt müssen wir aber erst mal abwarten. Wir als Freie Demokraten sind in jedem Fall optimistisch, dass das Land und die Universitäten erfolgreich sein werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jo, Herr Tullner, Sie wollten wohl eine Intervention, ja, oder? Na, dann mal, aber jetzt flott. Dann. Ich hatte ja, aber er stand zwischendurch. Ja. Ich bin ja nicht so ganz. Herr Kosmil. Kollege jetzt Kosmil. Herr Tullner, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Intervention. Wir bereiten uns ja im Land ja wirklich systematisch vor und haben ja uns erfolgreich darauf auch ein bisschen gelobt, dass wir die stabilen Rahmenbedingungen machen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, dass der Bund da auch mitspielt. Also ich hätte eine herzliche Bitte, dass Sie mit Frau Stark-Watzinger mal reden, nicht erst am Ende da. Ich meine bei den großen Ministerinnen Schawan, Frau, oh Gott. Wanka, Frau Professor Wanka, Entschuldigung, der Name war mir gerade gefallen, liebe Johanna, du verzeihst mir, und auch Frau Karliczek, wir hatten was stabile Rahmenbedingungen und wachsende Etats, das kommt jetzt ein bisschen ins Wanken, deswegen eine herzliche Bitte, machen Sie das nicht in Berlin kaputt, was wir hier aufbauen, Kollege. So, Herr Potz, Sie können antworten, so Sie wollen. Ja, zunächst bin ich ja schon froh, wenn Herr Tullner im Raum ist, wenn die Rede gehalten wird, zu der er sich dann nochmal meldet, das ist ja auch nicht immer der Fall, aber
aber ganz kurz darauf zu antworten, wir sind natürlich im intensiven Austausch mit Frau Stark-Watzinger und sind auch optimistisch, dass wir da erfolgreich sein werden, auch generell mit dem kompletten Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und Forschung. Und da werden wir natürlich auch versuchen, darauf hinzuwirken und da mit Sicherheit das ein oder andere Mal diese Initiativen mit erwähnen. Und dann denke ich auch, dass wir da am Ende erfolgreich sein werden für das Land Sachsen-Anhalt. Applaus